Gewalt im Land ausweiten. Wir protestieren gegen den autoritären, konservativen Stil von Ministerpräsident Erdogan, seiner Regierung, dem Gouverneur und dem Polizeichef von Istanbul. Erdogan redet alles schön und manipuliert die Menschen. Er akzeptiert und generiert keine anderen Meinungen. Somit bringt er die Türkei einen Schritt zurück in die Diktatur und hält ihn entfernt von der Demokratie. Menschen, die sich gegen ihn wenden, werden eingesperrt, gefoltert, verschleppt oder unhuman behandelt. Mehr als 1000 Menschen sind jetzt inhaftiert und viele, viele verletzt. Mittlerweile sind es Hunderttausende, wenn gar Millionen von Menschen im ganzen Land, die sich gegen die Politik von Ministerpräsident Erdogan stellen. Doch er zeigt sich unbeeindruckt und bezeichnet diese Menschen als Halunken und Plünderer. Er nennt sie Extremisten und Illegale. Wenn Millionen von Menschen, die für Demokratie und für die Grundrechte der Menschen kämpfen, Erdogans strategische Ziele sind unter anderem Vernichtung der Natur und historischen Gut, zum Beispiel durch den Bau von Staudämmen oder ein anderes Beispiel für die dritte Brücke von Istanbul werden 670.000 Bäume gefällt. Das Abschreibungsverbot. Vorschrift bei den Quoten, über die Quotenzahl. Jede Frau soll 3 Kinder gebären. Einmischung in die Religion anderer Glaubensrichtungen. Keine Pressefreiheit. Nirgendwo auf der Welt sind sogar so viele Journalisten aktiv in der Türkei. Alkoholverbot zu bestimmten Zeiten. Verbot von Zuneigung, die das Festgeleitung oder Kugel von Fahrt in der Öffentlichkeit. Wir distanzieren uns, wir sagen nein. Wir sind hier, da die Aufmerksamkeit der Menschen darüber sein muss. Demokratie bedeutet, dass man nicht unterdrückt wird und die Grundrechte, die die Menschen besitzen, Verein, Demokratischen Kulturverein in Mülheim, ganz herzlich bei der Montagsdemo bedanken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, auch auf dem offenen Mikro zu sprechen. Auch wir aus Mülheim rufen Solidarität mit den Demonstranten in der Türkei auf. Die Stimme hat das vorhin auch mal Solidarität. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mülheimerinnen und Mülheimer, seit über einer Woche findet, so wie der Selim auch vorhin ausgeführt hat, im Gezi Park in Istanbul eine Demonstration statt.
Diese Demonstration statt, ist ausgelöst worden von Gezi Park, wo die eine der wenigen verbliebenen Grünanlagen im Herzen der Stadt nach Plänen der AKP-Regierung soll auch dieser Park einem Gebäudekomplex aus Einkaufszentrum und Luxuswohnungen weichen. Dagegen formierte sich Widerstand. Zunächst versammelten sich einige hundert Umweltschützer im Park. Ihr Sandlager wurde mit brutaler Polizeigewalt ausgelöst. Dieser Polizeiterror blieb nicht folgenlos. Zunächst in Istanbul und später im ganzen Land gingen Zehntausende auf die Straßen, um gegen die brutale Polizeigewalt und auch gegen die undemokratischen Praktiken der Regierung von Erdogan zu protestieren. Gegen die AKP-Regierung protestieren Umweltschützer, weil sie eine Politik, die die Interessen von Baukonzernen auf Kosten der Umwelt nicht länger hinnehmen wollen. Jugendliche, weil sie ihr Recht auf Bildung durchsetzen und eine Bildungspolitik mit der Regierung eine fromme Generation heranziehen will, Originator von Erdogan, möchte nicht länger hinnehmen. Arbeiter und Beamte, weil sie eine Wirtschaftspolitik, die soziale Ungerechtigkeit vertieft und die Reichen reicher und die Armen ärmer macht, nicht länger hinnehmen wollen. Frauen, weil sie die frauenfeindliche Politik, diese gesellschaftliche Diskriminierung aussetzt, nicht länger hinnehmen wollen. Künstler und Akademiker, weil sie ihr Recht auf Entfaltung infolge der Privatisierung von städtischen Bühnen, Hochschulen verteidigen wollen. Journalisten, weil sie nicht mehr im Dienst von Medienkonzernen stehen wollen, die aus Profitsucht nur regierungsfreundliche Berichterstattung zulassen. Ich möchte hier nochmal ergänzen, dass der CNN Türk, wo über 1 Million Menschen in Taxenplatz für die Umweltschutz demonstrierten, die eine Dokumentation gebracht haben über Pinguine. Weitere Teile der Bevölkerung, weil sie die AKP-Regierung und ihre menschenfeindliche Politik nicht länger hinnehmen wollen, ihre Proteste, die Ausdruck einer angestauten Wut gegen die Selbstherrlichkeit und der autoritären Regierungsstil der AKP sind, haben das ganze Land erfasst und die AKP-Regierung hat als Antwort darauf nur die Verstärkung des Staatsterrors, die Zahl der Verletzten und Festgenommenen gehen in die Tausende. Auch in Deutschland formierte sich in den letzten Tagen Widerstand und Solidarität mit den Protestierenden in der Türkei. Die aktuellste große Veranstaltung war gewesen am Samstag in König-Pilsener Arena mit 15.000 Beteiligten, die auch von den alawitischen Vereinen in Oberhausen und von den Gruppierungen organisiert wurde. Ich begrüße das hier nochmal ausdrücklich. Und gegen ein faschistisches Regime kämpfen, dann ist das eine Freiheitsbewegung. Das ist keine Demokratie mehr. Er will eine Diktatur in der Türkei. Wenn diesen Menschen nicht geholfen wird und die EU langsam nicht die Augen öffnet, dort angreift, dann wissen wir auch nicht mehr Bescheid, meine Damen und Herren. Wir können uns nicht gleich fertig sein.
bisschen was für uns. Do you want?